Jojo Leute, was geht und willkommen zurück zu Road to Black Ops 3. Es geht weiter, wenn er es mal nicht gesehen hat, ganz nachholen, wenn er möchte. Und wir spielen heute mal gepflegt zwei Runden Team Deathmatch, würde ich sagen. Und ja, mal schauen, noch jetzt wieder alleine, weil momentan kann Patrick nicht und ja, so ist das halt, ne? Auf Hijack, wir joinen nach, das heißt, wahrscheinlich komme ich jetzt in ein Team, wo Leute schon gegangen sind oder aber eine neue Runde startet. So, wir spielen mal die Sarah heute. Ne, die Runde hat sie gerade begonnen. Und wer hat mich angeschrieben? Der Pascha. Hey. Ja gut, Semus, fühl dich gegrüßt in dem Part. Ich schreibe dir gleich zurück nach der Aufnahme. Falls du den Part also schauen solltest. Ich weiß jetzt nicht mehr, ob du meine Videos momentan auch aktiv verfolgst. Wow, da hatte ich echt Luck. Da hatte ich jetzt richtig Unluck. Der hat vor allem noch nachgeladen. Das war richtig schlecht, dass ich da gestorben bin. Nee, aber wie gesagt, wenn du die Parts noch schauen solltest, dann ja, fühl dich gegrüßt. So, hier ist die Revanche. So. Jobladung mal wieder hier hin tun. So, den haben wir. Na, du gehst da nicht in den Pool rein. Oh, lol. Ach, hat einer wieder Spawns gespawnt? Ja, gut, Spawn-Switch war. Deswegen sind wir also hier gespawnt. Ist ja nicht. Ist denn da einer? Ach, im Headglitch. Ach so. Ja, Mensch, da macht man natürlich nichts, ne? Ha! Aha! Nice, Doppelkill. Easy. Oh, und wen höre ich denn da mit der Shotgun spielen? Oh, verdammt, ich's. Hilfe! Hilfe! Ich hab so Angst. Ich hab so Angst. Die werden 100 pro hier hochkommen. Entweder um selber zu campen oder weil sie wissen, dass ich hier bin. Na gut, vielleicht kann ich gerade den Trubel ein wenig nutzen. Und es ist ein Teammate von mir. Och, Hilfe. Gut, und ich bin schon wieder. Ich mutiere in Hightech nicht immer zu diesem Hauscamper. Unglaublich. Den haben wir. Oh, da kommt jetzt jemand hoch. Der wollte vorsichtig reinkommen. Hat dir wohl nicht so ganz viel gebracht. Gut, ich versuche noch einen Blitzschlag zu erreichen. Dann werde ich mich wieder ein wenig... Ach, obwohl, ich bewege mich jetzt schon durch die Gegend. Ich gehe jetzt noch mal kurz nach hier oben gucken. So, den haben wir. Jetzt gehe ich runter. Weißt du schon, wie wir die ganz nett überraschen können? Oh Gott, 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 oh Gott. Erschreckt mich doch nicht so, Kinder, bitte. Ich mache jetzt einfach mal hier hin. Auf. Ach, na! Ach, ist der Spawn wieder hier gewesen? Hurra. Oh nein. Vielleicht ist er blöd und kommt. Nee, ist er nicht. Egal. Jetzt auf die andere Seite. Oh lol, oh lol, oh lol. Oh, mein Teammate rennt. Ach, mein Teammate sieht das natürlich nicht und verpisst sich erstmal. Das finde ich auch genial. Diese Leute, die einfach ihre Teammates, die sehen den Gegner. Oh nein, ich laufe lieber weg. Oh, und bei dem konnte ich, glaube ich, froh sein, dass er nachladen musste. Sonst hätte ich den Dude nicht bekommen. Und ich glaube, die spawnen die hinter uns. Lass mich vorbei, dankeschön. Da bin ich auch mal so zum Knife Runner mutiert. Ist ehrlich. Hat aber auch nur geklappt, weil. Hat aber nur geklappt, weil ich wusste, dass da jetzt einer auf der Seite ist. Versucht er es gar nicht. Na gut, ein Assist immerhin. Boah, wenn das jetzt getroffen hätte, so als Random Shot. Ach, scheiße. Nein!
Egal. Blitzschlag schnell nach hier hinten setzen. Drei? Oh, cool. Hätte ich jetzt nicht gedacht. Die spawnen wieder hinter uns, oder? Nicht? Doch. Achso. Lol. Holt ihr alle drei mit einem Remington. GG. 23,5. Ja, das lief doch ganz gut. Also ich muss sagen, ich bin echt besser geworden, seitdem ich BO3 gespielt habe. Ja, okay, das ist nice, Lask. Also muss man sagen, das ist schon relativ lustig. Und Shotgun-Noob. Ja, es ist klar. Das ist logisch. Aber ganz ehrlich, ich finde die Remington noch eine der fairsten Shotguns mit der KSG. Wenn du da nämlich einmal verzielst. Ja, okay. Ich meine, klar, Shotgun ist mies. Aber du musst halt mit der Shotgun wirklich in den Nahkampf, ne? Und wenn die natürlich Sniper spielen, dann ja, sind sie ja selber schuld. Aber es ist eigentlich egal, was man spielt. Du bist immer Noob, solange du eine gute Statistik hast. Das ist wirklich immer so. Der hätte auch mit der Pistole alle wegrotzen können jetzt da. Oder mit der AN oder mit der Cap 40 oder mit der 5.7. Und wundert euch bitte gerade nicht, wieso meine Mikroqualität so komisch ist. Ich mach gerade was. Und deswegen bin ich gerade nicht ganz nah am Mikro dran. Nee, aber man ist halt wirklich immer eine Noob, egal was man wirklich macht. Dabei sage ich immer wieder, du bist kein Noob, weil du eine Waffe spielst, du bist ein Noob, weil du eine gute Statistik hast. Und das regt die Leute auf. Aber was mich persönlich am meisten aufregt, sind die Leute, die einfach so arrogant sind. Ich meine, egal, was ich für eine gute Statistik habe, ich betone es immer wieder, ich bleibe so auf dem Teppich. Ich halte meine Schnauze, so was das angeht. Ah, so, endlich habe ich's. Meine Güte. Ah, so. War gerade so, kennt ihr das, wenn ihr so ein Stückchen Haut irgendwo hat und das geht ganz fies nur ab und ich habe jetzt gerade echt. Boah, es kam mir gerade echt nicht mehr die Tränen in die Augen, weil. Oh, scheiße, ja gut, jetzt habe ich gerade meine Hand nämlich am Auge gehabt, weil die getränt hat. Weil das so widerlich wehgetan hat. Ah, fuck. Oh, es tat echt weh. Ah, jetzt, weil ich bin immer noch, angeschlagen von Erkältung und, oh Gott, das war echt fies. Hey, das wollte ich zerstören. Zerstöre ich halt das. So, auf jeden Fall, war das halt, ist es halt wirklich so, du bist halt, man ist halt einfach ein Noob, wenn man ist halt der Noob, wenn man eine gute Statistik hat und, ja. So ist das halt, ne? So, um mal alles auf den Punkt zu bringen, weil ich habe irgendwie, während ich versucht habe, irgendwas Produktives zu sagen, nichts Vernünftiges auf die Reihe bekommen. Die spielen natürlich jetzt provokant auch Shotgun. Gerade weil die ja eben gesagt haben, Shotgun-Noob. Ganz ehrlich, dann provoziere ich damit natürlich gerne mal. Oh, scheiße. Ja gut, da war der jetzt getrackt, wirklich. Weil ich da nachladen musste. Ach, und der ist weiter oben, okay. Oh, die scheinen gerade alle oben zu sein. Was sind die Typen? Hey, jetzt sind sie wieder unten, oder wie? Können die sich mal entscheiden? Menschenskinder. Ha, nix da. Ach. Ja gut, das ist auch die perfekte Shotgun-Lobby, ganz ehrlich, weil hier jeder mit Shotgun gerade spielt. Von daher lohnt sich das sogar. Ach gut. Alter, dieser Chanix kann aber auch für die ganze Zeit nur mich zu geiern. Ich bin kaum am. Ich töte einen, da bin ich schon direkt wieder tot. Ah! Da flog das C4 und das juckte mich nicht. Aber es sah schon witzig aus. Ich hätte es auch in der Luft, glaube ich, anschießen können. Und hier ist ernsthaft eine Taktik ein. Warum? Ach, scheiße. Da hat mich Chris getötet. Bestimmt jemand mit roten Haaren. Und warum ich das jetzt sage, das ist ein Insider aus meiner Schule. Weil ich weiß nämlich, dass ein Freund von mir meine Videos guckt. Und der heißt Chris.
Und deswegen sage ich das einfach. Ja gut, jetzt wisst ihr, dass der tote Haare. Nein, Spaß, war ein Scherz. Nein. Chris, ich hab dich lieb, falls du das Video guckst. Drohne steht bereit. Verbündete Drohne nähert sich. Oh, und ich werde so 100 Pro getötet werden. So. Oh lol, kommt der da von der Seite, der Wichser. Das ist echt gerade so ein Match gleich auf. Nixer, du bleibst unten. Du brauchst jetzt gar nicht hochzukommen. Yo, ach von hinten. Okay, ich dachte gerade schon, von wo holt er mich? Muss ich mich gerade auch echt anstrengen. Vielleicht packe ich gleich mal Remington aus. Die mag ich persönlich sogar noch mehr als die S12. Ich meine, klar, die S12 ist ja auch einfach nur so noobig. Du musst ja nur sprayen. aber du brauchst mit der S12 halt meistens auch mehrere Schüsse. Bis du jemanden erledigst. Während das natürlich mit der Remington meist anders läuft. Da ist jemand, aber aus der Entfernung würde ich mich mit dem nicht anlegen. Aber jetzt lege ich mich mit dem an. Weil der kommt natürlich kommt natürlich weiter. Läuft er da entlang. So, Drohne mal aktivieren. Verbündete Drohne nähert sich. Oh nein, der ist zum Knife Runner mutiert. Ja, wie lustig. War hier nicht gerade noch jemand? Egal, scheiß drauf. Ich kann ja froh sein, dass hier keiner mehr war. Sonst wäre ich nämlich draufgegangen. Oh, doch, da war einer. Das will ich aber eigentlich gewinnen, ne? So, den haben wir. Da ist jetzt noch einer, aber um den kümmere ich mich jetzt nicht. Das Ziel ist fast erfüllt. Nicht aufgeben. Drohne nähert sich. Ach, scheiße. Na gut, von zwei Seiten ein bisschen blöd. Scheiße. Den haben wir. Es wird echt knapp werden, Leute. Nein, es ist bekommen. Oh Gott. Oh, scheiße, von hinten, verdammt. Na gut, das müssen wir jetzt aber eigentlich schaffen. Das sind meine Teammates, die da sind. Ach, die schießen da durch, die Penner. Lasst mich hier weg. Den, wenn ich den hole. Ach Gott, ja, von hinten, toll. Ja, das muss natürlich sein, der Tod, ne? Meine Güte. Das war zweifellos gute Arbeit. Oh, ah, es war schon lustig, die Runde, muss ich sagen. Oh, da hatte der aber echt Glück, dass er schon so pre-fired war. But why S12? Sagt der Auto bei. Wollt ihr der Boy schreiben? Safe. Auto bei. See you later. Gut, alles klar. Aber auf jeden Fall, Leute, das war zwei Runden gepflegt. Gott, ich hab's heute aber auch. Ne, meine lieben Freunde, ich würde sagen, ich beende einfach den Part. Wenn euch gefallen hat, über ein Däumchen nach oben würde ich mich wie immer freuen. Dann sehen wir uns auch schon im nächsten Part wieder. Ja, bis dahin gibt's nicht mehr zu sagen, außer adios, amigos.